Mega. Was ein Timing. Gut und dir? Ich habe hier ein Jäckchen für dich dabei. Ja! Wir haben den hörst du mal. Hallo, Hübsche. Ich vergesse dich immer, der schöne Kameramann. Das war eben Nadu. Let's go! Alles okay? Alles in Alarm Start. Let's go on board! Heute wird echt gut. Und ich bin so nervös. Bist du auch nervös, Schatz? Mhm. Also ich bin richtig nervös. Ja. In diesem Video verraten wir das Geschlecht unseres Babys. Die ganze Crew ist da. Also ich bin einfach begeistert. Thomas, ja, der jetzt hier gerade mit der 360-Grad-Kamera aussieht wie der Fremdenführer. Valentin hinter der Kamera. Der Steher wird ein tolles Bild davon machen. Mein wunderschöner Freund Nick und meine noch bezauberndere Frau. Und heute in diesem Video werden wir verraten, ob wir ein Junge oder ein Mädchen bekommen. Viel Spaß. Jetzt haben wir mal auf Instagram die Community gefragt. Das ist fast unausgeglichen. 10.022 sagen, es wird ein Junge, 9.729 sagen, es wird ein Mädchen. Somit ein Punkt schon mal für die Boys, was Familie und Freunde sagen. Da haben wir was vorbereitet, das kommt jetzt. Mein Leitspruch ist, Jungs machen Jungs und Männer machen Mädchen. Von daher wird es bei Johannes, ohne zu lachen, es wird ein Mädchen, sag ich. Ja? Gute Frage, was wird das Kind? Es wird ein Kind mit Sicherheit. Oma, was meinst du, was es wird? Ich hoffe, dass es schönes und gesundes Kind wird. Ob das Mädel oder Bube ist, ich freue mich auf den Johannes, ich freue mich aber auch auf Johanna. Oh, weißt du, ein Bube für die Oma ist schon was Schönes. Aber so ein Mädel zum Knuddeln ist auch schön. Hauptsache gesund. Ja, Opa wäre auch für ein Mädel und nachher noch ganz viele Buben. Aber im Prinzip ist ganz egal, Hauptsache ist gesund. Und das so ein kleiner Sport wird. Ja. Und schwimmen kann auf Ibiza. Also. Hallo Jessie, hallo Johannes. Ich möchte euch sagen, von der ersten Minute, wo du schwanger warst, mein Verdacht war für eines Mädchen. Und ich bin 100% sicher, das kommt eines Mädchen. Ich dachte, wir haben mit Josef und meinem Schwiegervater Wette gemacht, dass er ein Junge ist. Josef sagt Mädchen, ich sag Junge. Jetzt auch mal hallo Jessica, deine Mama hat 100% recht. Da ist Mädchen, Mädchen, Mädchen. Ja? Hallo Jessie, wir haben mit Papa gewettet, aber ich glaube, ich gewinne das. Ich glaube, die beiden bekommen eine kleine Prinzessin. Die wird garantiert bei dem dicken Bau Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Ich sag, die kriegen einfach einen Jungen. Ich glaube, die bekommen eine Mädchen, aber eigentlich ist das egal. Hauptsache gesund und wir freuen uns. Ich wünsche mir ein Mädchen. Mädchen? Mhm. Und was sagst du, Bennett, was es wird? Was glaubst du? Junge, na cool. Du tippst Junge? Und was sagst du? Ich sag's wohl Junge. Okay, Hugo möchte auch was zu sagen. Okay, und ich glaube, es wird ein Mädchen. Hauptsache gesund. Ich hoffe auf einen Junge, der mit uns da Wakeboarden gehen kann. Echt? Ja. Ja, das wäre cool, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, so eine kleine Prinzessin, das passt irgendwie. Ja. Also ich glaube ja, dass es ein Junge wird. Ich glaube auch, dass es ein Junge wird. So, ich denke, dass es ein Mädchen wird. Ich vermute, dass es ein Junge sein könnte. Okay, aber egal was es wird wunderschön. Spatze, wir haben Post bekommen. Ich meine, das wäre hundertprozentig ein Junge. Ich meine, das wird ein Mädchen sein. Es wird ein Mädchen sein. Ein Junge. Ready! Everything is ready? Everything is ready. Rock and roll. Ladies and gentlemen, welcome on board. Tony, your skipper for today. Tony! Nick. Da, oder? Nasser, Nasser. Perfekt. Schatz, jetzt fehlt es nur noch du. Vielen Dank. Okay, Leute, wir müssen sehr, sehr schnell sein. Wir haben es 4:30. Okay, we have only 1 hour to arrive in Formentera for our video. I go for the lines in the back. Ready? Das ist der schönste Moment immer. Was anderes mehr geht. Das ist mein Happy Face. Okay. Da scheint die Sonne, da lacht das Leben, da geht mein Herz auf, ich will's dir geben.
Wir sind zwei und wir sind eins und wir sehen die Dinge klar. Und wenn einer von uns gehen muss, immer da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Also heute war die Organisation das Schwierigste. Wir mussten den einzigen Tag der Woche abpassen, an dem wir keinen Wind und keine Welle haben. Und dann mussten wir für diese Stelle, wo wir das Video als einziges drehen könnten, auch noch eine Genehmigung bekommen, dass wir ja eine Leuchtrakete da zünden. Und wir haben alles kurz vor knapp bekommen. Hier ist unsere Permission. Wir dürfen sogar jetzt heute ein Leuchtfeuer zünden. Normalerweise bedeutet ja, wenn man ein Leuchtfeuer zündet, Seenot und man muss gerettet werden. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass jemand anderer uns dann meldet, dass am Boden Schiffsnot ist. Und da würde ein riesen Strafzettel kommen. Und das war halt super wichtig. Und dann gibt es ja noch ein Thema. Jessie ist ja hochschwanger. Das heißt, das alles muss in der Nähe vom nächsten Hafen stattfinden. Und hier ist direkt Espalmador, der Hafen vor Meteras. Dass, falls jetzt plötzlich Jessie Wehen bekommen würde, dass wir da innerhalb von ein paar Minuten sind. Und deshalb haben wir uns da auch für heute Todd im Krankenhaus angemeldet, falls irgendwas schief geht. Jetzt hoffen wir nicht, dass das Baby heute kommt, dass alles planmäßig läuft. Aber wir sind bestens vorbereitet. Rakete aus. An der Stelle sei mal gesagt, nicht zu Hause nachmachen und nur von Profis machen lassen, wie uns. Wir sind Pyrotechniker, hobbymäßig. Okay, was es wird, kommt jetzt. Schatz, du darfst ziehen. Okay. Richtig ziehen. Eins, zwei, drei. Bis jetzt ist nicht klar. Very good. Hey, vielen Dank an die Piloten. Vielen Dank an den Kameramann. Lass dich drücken, ey. Geil gemacht. Thank you. Ja, wer hätte es gedacht? Schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob ihr wusstet, dass es ein Mädchen wird. Werden jetzt alle sagen, oder? Nein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz liebe Grüße von uns aus Ibiza. Bye, bye. Wo machst du von da? It's a girl. Wahnsinn. Das sind echt die Momente, hey, die werde ich nur meinen Enkeln erzählen. Genau deswegen habe ich das alles gemacht. Wahnsinn! Never been the one to play.